Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Und ich weiß nicht, ob ich hiermit gleich eine neue Playlist beginne. Es sind so viele Fragen eingelangt. Und da möchte ich doch ein paar Tipps und Tricks wieder auf Video bannen. Nämlich die Fragen lauten, hast du eine Ahnung, wie kann man schneller leveln? Und da habe ich ein paar tolle Infos bekommen und wir werden da mal was ausprobieren. Dazu müssen wir zuerst einmal beim Magier etwas kaufen und wir sehen uns gleich wieder beim Einkauf. So, wir sind jetzt hier bei Farenga, heimlich Feuer. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Und da sollten wir nämlich einen Zauber kaufen. Was hat denn der da? Schrieb tollen Bücher. Die Streitaktschwertschutz, das brauchen wir vorläufig noch nicht. Aber wo ist er denn? Zombie erwecken, genau. Zauberbuch Zombie erwecken. Er belebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Das kaufen wir. Und damit wäre es dann auch schon getan. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, alter Freund. Und jetzt geht's auf zum... wir brauchen da jetzt eine Rüstung und ein paar Waffen und die besorgen wir uns oder machen wir uns beim Schmied. Wir sehen uns also gleich wieder. Ja, und das ist ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Wir haben nämlich keine... Rohmaterialien, aber egal, wir machen das so mit dem, was wir haben und probieren es aus. Wir müssen dazu nur zum letzten Schlachtfeld oder irgendein Schlachtfeld. Ich wollte eigentlich daher zurück, darauf auf den Turm, aber der ist nicht eingezeichnet. Warum, weiß ich nicht, egal. Aber wir waren doch hier, wo waren wir denn da? Da beim westlichen, ja, und da reisen wir hin. Und probieren wir mal aus, ob wir da jetzt endlich beim Leveln etwas machen können. Ich denke, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann können wir da jetzt mit einem Trainingspartner kämpfen ohne Ende. Und Feendal, du schreckst mich auch permanent. Und der Drache hat sich jetzt auch bewegt. Ja, hier müssten ja irgendwo Leichen herumliegen, ne? Und schön wäre es, wenn wir jemanden finden könnten, der auch noch was anhat. Ich suche mal schnell und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, nichts gefunden, aber egal. Wir müssen jetzt Feendal einmal da auffordern, hier zu warten. Geht ja? Nur. Ich hoffe, dem passiert da nichts. Und wir gehen jetzt einfach mal da runter und schauen, dass wir... einen netten Toten erwischen, ja. Den durchsuchen wir und den Stiefel hat er, einen Eisenkriegshammer hat er auch. Das ist ein wenig zu viel, den nehmen wir ihm gleich ab, ja. Wir werden denn dann, was werden wir denn geben? Ja, eigentlich blöd, der hat... Wir haben da zu wenig dabei. Ah, egal, wir geben den wieder zurück. Ah, das wollte ich jetzt nicht, ja. Na gut, wir geben ihm das zurück. Ausrüsten, ablegen, wir wollen dem das ja geben. Ja, wie mache ich das jetzt? Okay. Bekleidung braucht er auch eine. Wir werden das Amulett ausrüsten einmal. Und dem geben wir den Helm, ja. Und das Schild brauchen wir selbst. Das brauchen wir auch. Und dann war es das auch schon. Und wir müssen da jetzt noch das Buch lesen, schnell.
Zauberbuch Zombie erwecken, ja. Du kennst bereits Zombie erwecken. Hurra, Leute, wie kommt denn das jetzt? Schauen wir kurz mal nach in der Shortcut-Leiste. Und bei Z ganz unten Zombie erwecken. Ja, hurra, Leute, genau. Haben wir es wieder umsonst gekauft. Egal, wir verschneiden das Ding wieder. Gut, schauen wir mal, womit wir hier jetzt ausgerüstet sind. Schild und Axt. Ja, wir werden da gleich mal Zombie erwecken in die linke Hand nehmen und schauen, ob das jetzt funktioniert. Ja, das funktioniert und wir brauchen jetzt unser Schild wieder. Ja, wir sollten da auch mal zusammenräumen, gell? Leichter Schutz, Novizen, Bipapo, brauchen wir alles nicht. Seelenfalle, Stahlkriegs haben wir unerbittliche Macht, haben wir ausgerüstet. Das ist ja noch gar nicht in den Shortcuts drinnen, Leute, sorry. Und der Schild ist bei Bekleidung und das nehmen wir doch gleich, Eisenschild, ja, in die Hand. Und dann schauen wir gleich, was wir da anhaben. Wir brauchen da auch nicht so viel Magiker, das ist viel besser. Deswegen nehmen wir da jetzt Lederhelm fein, den rüsten wir auch aus. Und dann Ring des schwachen Hiebs, den werden wir ablegen. Ah, egal. So, jetzt schauen wir mal. Wer steht denn da drüben? Oh oh. Leute, das ist ein Satz mit X, das war wohl nix. Ein Raufbold, ein bezahlter. Was tut denn der da? Ja, was machen wir da jetzt? Ja. Fuck, Leute, ich bin da jetzt überrumpelt worden. Und was ist denn da jetzt? Blöder Raufbold, blöder. Okay. Nur gut. Aufregung war da. Ich glaub's ja nicht. So ein Blödsinn. Echt. Durchsuchen wir dann mal. Der hat ja einiges da. Den könnten wir jetzt einmal alles wegnehmen, ja? Und alles weggenommen und das ziehen wir dann auch durchsuchen ab. Ja, Leute, jetzt ist mir der Tote auch weg. Ja, da nehme ich doch auch alles. Und jetzt brauchen wir noch einen Toten. Wir können gleich den nehmen. Ja. Aber dass der nicht zu stark ist für uns. Wir nehmen da Bekleidung, müssen den wieder anziehen. Ich mache das kurz einmal, einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns wieder. Ja, gut. Ja, Leute, ich habe da jetzt noch zwei Raufbolde gehabt, ne? Und Feendahl hat mich mit der Fernwaffe unterstützt, obwohl ich ihm gesagt habe, er soll hier stehen bleiben. Jetzt bin ich neugierig, was wir der... Wir brechen auf. Ah, na, der bleibt ja doch. Ich warte da. Dann hier. Passt schon. Und wir haben da einen verbrannt und einen haben wir niedergeschlagen. Verbrennen kommt nicht so gut für unsere Zwecke mittlerweile, weil ja, haha, mit Aschenhaufen können wir nicht viel anfangen. Aber wir durchsuchen die Jungs einmal. Bezahlt Raufbord der orkischen Kriegshammer. Oh, aha. Ja. Was ist denn da? Aha. Wir nehmen mal alles und dann schauen wir. Oh, wir sind natürlich wieder überladen. Ich werde gleich einmal zu Feendahl hirschen und ihm das übergeben. Na, verflixt, ist ja egal. Ich gebe dem da mal eine Waffe zurück, nehme ich, ja, einen Dolch oder irgend sowas und dann können wir da das ausprobieren, was ich so gern ausprobieren möchte, nämlich, ja, Waffen, wo haben wir denn den Eisendolch, den
geben wir einfach dem Jungen zurück, dann hat er einen Dolch, denke ich. Und wir sind ja vollkommen überladen. Egal. Was ist denn da so schwer jetzt? Bekleidung sicher. Ja. Ah, das ist ein Hin und Her, Leute. Das wollte ich alles nicht. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ja? So, ich habe jetzt mit Feendahl die Rüstungen eigentlich getauscht und jetzt ein wenig wieder Last zu tragen. Und da finde ich doch den Kontrakt, ja. Und hier ist die vereinbarte Summe. Ich erwarte, dass ihr wie vereinbart Tosita eine Lektion erteilt. Ihr braucht sie nicht umzubringen, aber falls ihr euch doch dafür entscheidet, habe ich damit auch kein Problem. Die Moira. Jetzt bin ich ja nicht sicher, wer das ist, die Moira. Schon lange nicht gespielt. Ich nehme an, es könnte ja eine Schwester von der Hexe sein, die wir heimgesucht haben. Aber was auch immer, wir werden da schon drauf kommen. Also da ist jemand hinter uns her, den wir noch gar nicht kennen, ja. Okay. Nein, du bleibst mir hier, ja. Ich warte dann hier. Und wir müssen da dann beim Trainieren aufpassen. Da haben wir dann mit einer Rüstung, das machen wir nachher. Wir probieren das zuerst einmal hier. Gehen einmal in Angriffsmodus, schauen einmal, was wir da ausgerüstet haben. Ja, ihr könnt sowohl schwere Rüstung damit ja trainieren, als auch die leichte, kommt darauf an, was ihr ausgerüstet habt. Und wir müssen da jetzt endlich einmal den Zombie-Erweckenzauber in die Hand nehmen. Ah, das machen wir mit rechts, ja. Ja, super, jetzt ist das Zeug auch wieder weg. Egal, wir erwecken den Jungen da mal. Und gut so, und wir rüsten uns dann gleich wieder aus. Wir haben da das Stahlschild in der Seite und dann ein Eisen, Axt dann in der rechten und das sieht dann schon besser aus. Und so können wir zuerst ja alles möglich machen. Da steht er, ja, der bezahlte Raufbold. Und den haken wir einhändig verbessert. Beschwörung verbessert. So, wir können Schild verbessern. Ja. Und der, da haben wir einen Jungen mit einer tollen Gesundheit. Es ist ja nur gut, dass ich dem So, jetzt sollten wir uns ein wenig heilen probieren, ja. Dazu können wir dann auch gleich wieder dazu leveln. Das nehmen wir in die rechte Hand, weil in der linken haben wir das Schild, das brauchen wir. Wir heilen uns da mal kurz und lassen den, ja, tun. Ja, verflixt und die verbrennen alle. Also so viel, ja. Aber ja, nach jedem normalen Kampf kann man das ja nochmal in die Länge ziehen und dann hat man ja einen Aschenhaufen, aber auch noch einen Kampf in Addition. Ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt, aber ich probiere da gleich noch einmal was aus. Wir haben da noch einmal einen Zombie in der rechten Hand und schauen wir, ob wir da vielleicht ja den noch einmal in die Höhe kriegen. Ja? Schauen wir. Mit dem Aschenhaufen funktioniert es nicht. Okay, Leute. So, ihr könnt also jeden noch einmal zum Leben erwecken und mit ihm ein wenig trainieren. Und was auch immer ihr wollt. Ihr könnt da Zauber und Heilen und Pipapo und Toten Teufel. Also, mit jedem Toten das gleiche noch einmal. Beim Schlachtfeld geht ihr da Reihe um und dann, ja, ist das auch ein effektiver Weg, um gerade ein paar Fähigkeiten zu leveln. Wir werden das mit dem Jungen gleich nochmal machen. Ich werde dann ja Zerstörungszauber machen. Okay. Ja. Ich mache nur einen kurzen Schnitt, probiere es gleich nochmal, okay? So, jetzt haben wir das einmal erledigt. Wir haben da in der linken Hand die Heilung, in der rechten den Wiedererweckungszauber. Das machen wir doch gleich. Und
Da ist er schon wieder, der eine Junge, und der schaut ja auch recht gut aus. Jetzt nehmen wir da einen ja, Zerstörungszauber in die Hand und probieren das gleich einmal. So, zerstören. Und lassen uns einmal heilen permanent. Dann noch einmal zerstören. Der brennt und läuft davon, ja. Müsst sterben. Ja, die haben eine coole Gesundheit, die Jungs. Ist das ein Ork oder was? Wieder mal heilen, ja. Der braucht gar keine Rüstung, ja. Und seht ihr, schwere Rüstung verbessert, wenn die uns haut, ja. So, jetzt haben wir nämlich keine Magie mehr. Jetzt nehmen wir dann die Eisenkriegsaxt und dann den Stahlschild zur Hilfe und blocken ein wenig. Ja. Und das war's dann auch schon. Und so geht es dann dahin, ja? Ja, das war ein Hilfe-Video, ein Tutorial-Video der anderen Art, ja. Eingebunden in eine Story, aber genau so könnt ihr jedes Schlachtfeld noch einmal durchgehen und eben die Fähigkeiten, die ihr braucht, einfach nur noch leveln und leveln und leveln, ja? Wir schauen gleich mal eine neue Stufe, das werde ich jetzt nicht machen, aber genau so könnt ihr euch behelfen und das ist auch nicht gecheatet, ja? Ja? Okay Leute, lang genug, ja, von hier nach da und dort, am besten ihr nehmt euch die Rüstung, die ihr braucht, die richtige. Wir haben da leider zu viel schwere Rüstung, also haben wir schwere Rüstung gelevelt, das Blocken ein wenig, Heilung ein wenig, Zauberei ein wenig, Einhändig ein wenig und ja, Zerstörungszauber ein wenig. Und ihr dürft, während ihr das macht, nicht gleich immer wieder aufsteigen, weil dann wären die Jungs ja viel schneller kaputt und das wollen wir nicht. Leute, ich hoffe, ihr hattet da ein wenig Spaß. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, sagt es mit weiter. Ich gehe da jetzt rüber und zu unserem Feendal und verkaufe den ganzen Schrott, den wir haben. Und dann werde ich schauen, ob wir nicht noch beim Schmieden und beim Verzaubern was zum Leveln finden. Leute, wenn ihr Tipps und Tricks habt und wenn ihr auch ein paar Zutaten wisst für Zaubertränke, dann schreibt mir das einfach. Wäre toll, dann mache ich da auch noch ein paar Videos dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und verabschiede mich jetzt mit unserem Feendal. Ciao.